Eine eigens für den Abend umgetextete Version von Mozarts Bastien und Bastienne gaben die Salzburger Kammersolisten bei der WKS-Gala Wirtschaft unterstützt Ehrenamt zum Besten. Die Wirtschaftskammer prämierte dabei gemeinsam mit den Einsatzorganisationen Betriebe und Unternehmer für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement. Die WKS will mit der Auszeichnung das Engagement der Unternehmer sichtbar machen. Die so ganz anders sind, wie sie manchmal leider dargestellt werden. Nämlich als Ausbeuter, Gewinnmaximierer oder Sozialverhinderer. Sie sind Menschen wie du und ich, mit Familien, mit Sorgen um ihre Betriebe und deren Mitarbeiter, ihre Orte, ihre Regionen und ihre Vereine. Sie sind eben Kümmerer, wie viele in diesem Land, die ein Ehrenamt bekleiden oder sich für eine Sache besonders engagieren. Etwa Johannes Meindl, einer der Sieger in der Kategorie persönliches Engagement. Der Postwirt von St. Martin bei Lofer ist auch Ortsfeuerwehrkommandant und hat mit seinen Kameraden kürzlich kräfteraubende Einsätze bewältigt. Wir haben jetzt im letzten Monat einen Brandeinsatz gehabt, der 18 Stunden gedauert hat. Und beim Hochwasser haben wir 2,5 Tage Einsatz gehabt. Also wir sind jetzt schon gefordert gewesen in der Region, wie im ganzen Bundesland. Die Auszeichnung hat mich sehr gefreut. Ich habe es aber natürlich, damit ich die Auszeichnung kriegen kann, brauche ich daheim meine Frau, meine Familie und die Mitarbeiter, die hinter mir stehen. Und ich brauche in der Feuerwehr meinen Stellvertreter, meine Funktionäre und alle Kameraden. Das heißt, irgendwie habe ich die für alle miteinander gekriegt. Als zweite Sieger in der Kategorie persönliches Engagement wurden Karl und Anneliese Ecker ausgezeichnet, die auch Diensthund Meier mitgebracht haben. Karl engagiert sich mit seinen Hunden, nämlich bei der Bergrettung. Ich bin Fachreferent für die Bergrettungshunde Salzburg und bin zuständig für landesweit für die Hundeausbildung, für die Einsätze. Ja, man sagt es ja auf jeden Fall immer wieder, weil es ist ja jeder Einsatz gefährlich. Und da ist man einfach dann froh, wenn er wieder zurückkommt, gesunder. Den ersten Platz in der Kategorie Freistellung für Ausbildungen und Einsätze sicherte sich Raiffeisen Salzburg. Die Organisation trägt mit ihrem dichten Filialnetz zur Einsatzbereitschaft der Blaulichtorganisationen in vielen Gemeinden bei. Wir haben festgestellt, dass ungefähr jeder zweite Mitarbeiter, die im Land Salzburg beschäftigt sind, bei den selbstständigen Genossenschaften, bei den Lagerhäusern, bei den Raiffeisenbanken, dass jeder zweite Mitarbeiter in irgendeiner Form engagiert ist im Vereinsleben. Und dazu gehören natürlich auch die ganzen Einsatzorganisationen. Und dass pro Jahr in etwa 120 bis 25.000 Stunden hier aufgebracht werden für ehrenamtliche Tätigkeiten. Für die Unterstützung von Einsatzorganisationen mit Geld und Sachleistungen wurden heuer die Bergbahnen Flachau mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Bergbahnen haben zur Optimierung der Rettungskette ein Pistengerät angeschafft, das wie ein Rettungswagen ausgestattet ist. Aber nicht nur das, sie haben auch ein Rettungsfahrzeug für die Rotkreuzdienststelle in Radstadt mitfinanziert. Es bedeutet für mich und für das Unternehmen natürlich sehr viel, weil wir wissen, dass das, was wir machen, auch der Öffentlichkeit zugutekommt. Und es ist ja auch so, dass wir, wie gesagt, auch die ganzen anderen, ob Feuerwehr, Musikkapelle, wir sind ein großes Unternehmen, wo in etwa 30 unserer Mitarbeiter in diesen Organisationen tätig sind und die ja auch bei verschiedensten Einsätzen dann laufend sozusagen abgestellt werden. Kriegt die Trophäe einen Ehrenplatz? Wo kommt es denn hin? Ja, die bekommt sicher einen Ehrenplatz, aber wie gesagt, sie gilt in erster Linie auch unseren Mitarbeitern. Die ausgezeichneten Unternehmen leisten mit ihrem Engagement für das Ehrenamt einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft in Salzburg, indem sie Organisationen unterstützen, die sich das Retten und Schützen von Menschenleben auf die Fahnen geheftet haben.